Hallo zusammen, ich bin Gösser Bummibaum? Nein, Böse Gummibaum! Guter Start. Und wir spielen Slay the Spire. Wir sind im Level des Todes, dem zweiten nämlich, weil ich jetzt immer drauf gegangen bin. Mir geht's da aber nicht alleine so. Bin ich beim Zuschauen drauf gekommen. Beim Zuschauen anderer Leute. Wir machen hier 4 Angriffe? What? What? Why? Das zum Beispiel habe ich jetzt nicht gecheckt. War das einfach... War das die glückliche Blume? Wahrscheinlich war das die glückliche Blume. Ich habe eine Energie mehr. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Aber es ist gut, dass ich jetzt nochmal aufgepasst hätte. Das war so ein typisches gewesen, wenn ich einfach auf Zug beenden klicke. Wieso ist es jetzt rot? Ich habe keine Energie mehr. Lüg mich nicht an, Spiel. Naja, das dauert dann ewig, bis der überhaupt Giftschaden nimmt. Fangen wir mal damit an. Das hat ihn natürlich nicht im geringsten interessiert. Oh, 9 Blocken kriege ich? Wieso das? Oh, warte, was war das? Wenn du 3 Angriffe... Genau, ja, 9 Blocken. Ich kann einfach nicht zählen, ist das Problem, oder? Jetzt habe ich wieder eine Energie mehr. Was auch immer. Oh! Naja, Nuller wäre es nicht gewesen. Nuller wäre es nicht gewesen, halb so schlimm. Jetzt kommen wir Frail auch noch dazu. Genau, und jetzt kommt seine Bullshit-Attacke, wie ich sie gerne nenne. Jetzt kann ich ihn aber neutralisieren, zumindest mal. Killen in dem Zug werden wir ihn eh nicht und wir haben zu wenig Verteidigungskarten. Das heißt, Verteidigung spielen bringt nichts, weil ich krieg 6 Block, wenn ich nichts in Richtung Verteidigung spiele. Leichenexplosion bringt leider auch nichts, weil er noch kein Gift drauf hat. Das heißt, wir werden jetzt leider... Die Zähne zusammenbeißen, 8 Schaden nehmen. Naja, das kann ich nicht spielen und bringt nichts. Und das spielen wäre tatsächlich schlimmer als es nicht spielen. Von dem her kann man nichts anderes machen. 8 Schaden. There we go. Kann ich... Wirken 12... Ja, es geht sich aus. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Geht sich's wirklich aus? Es geht sich wirklich aus. Warum habe ich die ganze Zeit 4 Energie? Ich habe... Jetzt war es wieder die Blume. Okay. Füge eine Karte zu. Alles interessant. Vorbereitet? Sowieso interessant. Grundsätzlich einmal. Dolch und Mantel? Auch interessant. Wobei, haben wir jetzt... Wir haben das für... Aber das... Sonst haben wir nicht wirklich... Schauen wir mal in unser Deck kurz einmal. Und die Schläge und den ganzen Scheiß leider noch. Ansonsten, naja, wir haben Wirken. Ansonsten haben wir nicht wirklich ein... Noch nicht so wirklich ein schnelles Spiel. Ich mag Dolch und Mantel. Weil Vorbereitet schon upgegradet. Wir nehmen Vorbereitet. Wir gehen auf Fragezeichen. Ich weiß noch nicht wirklich, was meine zweite Synergie nach Gift ist. Ist jetzt natürlich ein interessanter Vorschlag hier. Nachdem wir alle Schläge noch haben. Hat bei mir noch nie funktioniert, dass ich das mache. Von dem her machen wir es jetzt nicht in Team Run, wo ich eigentlich gewinnen will. Weil vielleicht wäre es eine bessere Idee gewesen. Aber 30% weniger Hitpoints ist schon nicht viel. 2 weitere Bullshit-Gegner kurz mal. Okay, kein Schlimmer sein. Neutralisieren, weil es nichts kostet. Giftige Dämpfe, weil es awesome ist. Dolchnebel, weil es awesome ist. Will ich vorbereiten machen? Ja, machen wir mal vorbereiten, vielleicht kriegen wir noch den besseren Schlag. Oh, wir kriegen Terror noch dazu, ist auch nett. Ist völlig egal, was ich hier abwerfe. Wir machen sowieso Terror und Schlag. Okay, gute erste Runde. Abwehr hätte ich jetzt natürlich noch spielen können, aber bringt da nichts. Leider, ich will aber nicht. 13 Schaden macht er jetzt. Dolchwurf als erstes mal. Okay, den einen Schlag brauche ich sicher nicht. 3 Blocken mehr, dafür 6 Schaden weniger und eine Geschicklichkeit weniger. Aber wir fassen 7 Schaden aus. Yeah. Wir machen es trotzdem so.
Es wäre natürlich noch cool gewesen, wenn ich jetzt noch einen Abwehr gehabt hätte. Wobei es hätte auch nichts mehr gebracht als die 6, die ich eh bekomme. Okay, diesmal macht er nichts. Ein Würgen ist eine durchaus interessante Idee. Yep. Servus. Hätte schlimmer laufen können. Aber das sind alles nur einfache Kämpfe eigentlich und wir nehmen Schaden. Das ist halt im verdammten zweiten Level. Wir könnten da natürlich in eine Art sowas wie eine Synergie gehen, wobei, ja, das ist auch mit dem Gift zusammen. Let's do it. Das ist nur scheiß teuer, die Karte ist das Problem. Und so viele, wir haben jetzt nicht so viele Klingen oder sowas. So viel Zeugs, was wirklich was bringt. Du bist die alle meine Karten, ja, durcheinander wirbelt sozusagen. Ich meine, neutralisieren auch definitiv jetzt. Kostet alles nichts. Dann machen wir noch dich. Verteidigen müssen wir nicht. Also zwei muss ich abwerfen. Wir haben keinen guten Schlag, das heißt, ich glaube, Würgen Dolchnebel ist the way to go. Wobei, wir hätten nochmal. Wäre vielleicht besser gewesen, dass ich mehr Karten spiele, aber. Ja, nein, das ist jetzt wegen Würgen. Gummibaum verwirre ich nicht selber, nein. Ich glaube, das war der richtige Zug. Jetzt kommt der erste Bullshit, gell? Perplexed. Oder wie auch confused. Verwirrung, genau. Wenn man es deutsch sagen will. Okay, das kostet genauso viel wie vorher. Das ist nicht spielbar. Du machst 6 Schaden, das ist nicht will. Ja, na super. Na, ganz toll. Verliert gesamtes Gift von 0. Well, ja, das wär's dann gewesen. Für den Zug. Wir können auch verteidigen Abwehr machen, wenn es uns freut. Ist ein bisschen mehr Block. Als wenn ich nichts mache, aber das Nichts machen hat auch schon gereicht. Nice. Super Zug. Ich hasse ihn. Ja, jetzt macht er 12. Okay, Überlebenskünstler ist 0. 9 Blocken. Dann ein Dolchwurf. Dolchwurf und vielleicht ziehen wir eine Nullerkarte. Wir könnten noch einfach. Weißt was? Gescheiße. Du bist ein normaler Gegner. Ah, jetzt hätte ich es nicht gebraucht. Ich hätte warten sollen. Wieso ich schon wieder. Oh mein Gott, ich hätte es sowieso nicht gebraucht. Nee. Und ich hätte nicht auf Zug beenden klicken sollen, bevor ich mir die Karten angeschaut habe. Gut, good job. Super, genau am zweiten Level ist es das Beste, wenn man anfängt, Scheiße zu spielen. Neutralisieren für 3 ist leicht teuer. Dann brauche ich es nicht unbedingt. Ja, weg damit. Schlag. Verteidigen. Ich hasse diesen Gegner. Aber wenigstens haben wir das Gift drauf. Das heißt, es kann nicht ewig dauern. Und irgendwann kriegen wir vielleicht wieder Leichenexplosion oder so. Jetzt macht er 16, weil er lustig ist. Ich kill ihn leider nicht mit Dolch, Nebel, Würgen, Leichenexplosion, oder? Aber ich kann eh nichts anderes machen. Was mehr Sinn machen würde. Sind. Rechnen wir mal. Sind 18 plus 2 weitere Karten ist insgesamt 24 Schaden. Plus 12 ist 36 Schaden. Wait, this works. Jo, voll! Nice, papa. Und auch ohne die Leichenexplosion. Freut mich gerade. Ich weiß, wir haben eine Giftsynergie, aber die Karte ist gut. Wir gehen aufs Fragezeichen. Gib mir mal ein gutes Fragezeichen nochmal. Wie wär's damit? Haben wir das? Nein. Was die nächsten 2 Flüche kriegen wir nicht oder so wäre? Nein. Gib mir die 100 Gold. Ist okay. Heilen wir vor der Melite. Na, wir haben eh gerade geheilt. Na, wir schmieden. Was schmied man denn? Was schmied man denn? Was weißt du? 1 statt 2. Spaßig. Mal 3, auch spaßig. Immer geil. Auch nett. Ich glaube, das auf 1 runter ist fast das Beste. Noch nicht wirklich in unserem Deck, aber ich habe noch Hoffnung für unser Deck. Nicht große, eine gewisse. So, was ist das jetzt für eine Elite? Nicht draufgehen, nicht draufgehen, nicht draufgehen, nicht draufgehen. Ist so mein Ziel. Okay, dann machen wir das auf alle Fälle. Machen wir mal das auf alle Fälle.
Leichenexplosion ist sowieso eine Chance. Ich muss zwei weghauen. In diesem wirken wir vielleicht. Wir hauen eine Verteidigung mal weg. Wir können einfach 12 Block so bekommen. Wir brauchen überhaupt nicht 12 Block. Ich kann mal neutralisieren. Okay, Moment. Wirken wir? Ich glaube, wir wirken. Wirken. Wir vergiften unsere Klinge. Wir neutralisieren. Das macht 8 Schaden noch. Und wir hauen drauf, weil 6 Block kriegen wir sowieso. Ah, und ich darf eine behalten, genau. So, wir machen nochmal einen Schlag. Nächstes Mal ist er eh geschwächt und vielleicht greift er gar nicht an oder so. Schauen wir mal. Doch, 12 macht er, okay. Ich meine, Terror ist einmal keine Frage. Wir könnten einfach einen Blocktrank einwerfen und alles draufhauen, was wir haben. Gefällt mir eigentlich nicht so schlecht. Jetzt hat er 5 Gift drauf. Behalten wir das mal. Ist ein bisschen schade, dass wir die giftigen Dämpfe nicht am Anfang oder halt irgendwann jetzt einmal bekommen hätten. Jetzt bin ich mir nämlich gar nicht mehr sicher, ob es sich lohnt. Jetzt macht er 21, der Sack. Jetzt kriegen wir natürlich die giftigen Dämpfe. Wir können die 21 tanken, glaube ich. Wir können sie sogar relativ einfach tanken. Wir können sie... Wir können giftige Dämpfe machen, wenn wir wollen. Wir können auch einen Schlag machen, der es nicht mehr Schaden macht. Ich meine, es gibt dann immer noch Leichenexplosionen, aber die haben wir jetzt noch nicht geupgradet. Giftige Dämpfe, bringt es schon was? Bringt es nichts mehr? Oder wir nehmen einfach ein bisschen Schaden. Das ist nicht das beide Spiel. Ich komme auf 4. Ich komme auf 16. Wir nehmen gerade mal 5 Schaden in dem Fall. Ja, ich glaube, wir machen das so. Du kannst weg. Zug beenden. Verteidigen können wir behalten. 5 Schaden ist halb so schlimm. Bei giftige Dämpfe war vielleicht unnötig. Ich weiß es noch nicht. Wobei wir wollen ihn nicht. Ja, er wird immer stärker, von dem wir wollen ihn schon irgendwann killen. Richtig. Oh, das ist unangenehm. Ich glaube, den killen kann ich ihn eh nicht. Die Runde, also der Schlag kommt weg. 14 Blocken kriegt man, aber er hat noch 24 Schaden. Ja, gekillt hätte ich ihn aber so oder so nicht. Also, glaube ich, war das das Beste. Nein. Ja, ich meine, nächste Runde sollte tot sein, aber es waren jetzt die 10 Schaden nochmal ausfassen, ist unangenehm. Ja, bitte, gib mir irgendwas. Neutralisieren, Schlag, ja. We done, my friend. Wir können genauso gut das noch raushauen, aber es ist egal. Let's end this. Okay. Wir sind nicht tot. Will er beim Aufheben einen Angriff und verbessern? Ich glaube, wir machen, ich meine, das ist auch nett, aber ich glaube, wir machen Leichenexplosion, um einen besseren Finisher zu bekommen. Das wäre die Karte. Wie hieß das? Du hast 3 Karten ab, du erhältst 2. Wenn wir das ganz am Anfang bekommen, ist es überhaupt nicht schlecht. Aber ansonsten ist es... Ich meine, wir kriegen immer neue Karten. Ich glaube, das passt mir ins Deck, ehrlich gesagt. Jo, Feuer heilt man auch wieder gratis. Das ist schon ganz nett, dieses Relikt gerade. Wir wollten... Was wird das bringen? Du wirfst 2 Karten ab und erhältst 2. Besseres Wirken. Das ist gut ausgeklügelt. Okay, wir machen besseres gut ausgeklügelt mal. Warte, den Shop. Ja, ich nehme den Shop definitiv mit. Wir haben 300 Gold. Wir können uns ein Relikt kaufen. Du hättest zu Beginn ihres Kampfes eine Geschicklichkeit. Das ist doch brauchbar. Nicht, haut mich jetzt nicht aus den Socken, aber ist brauchbar. Ja, wir werden den Shop beehren. Nett. Immer wenn du in deinem einzigen Zug 3 fertigen ausspielst, versuchst du 5 Schaden an allen Gegnern. Geht so. Zu Beginn des Zuges versuchst du 3 Schaden. Das lässt sich halt nicht wirklich in was Besseres leveragen, sozusagen. Wobei es ist auch nicht nix. Ich meine. Ja, nehmen wir's. Und was hauen wir raus? Ein Schlag oder ein Verteidigen ist die Frage.
Was haben wir jetzt mehr gespielt? Wir haben das Verteidigen nicht weniger gespielt. Ich glaube, ich habe ein Verteidigen aus. So laut fortfahren. Wir gehen aufs Fragezeichen. Ah, Mann, kann ich mal irgendwas anderes als Kämpfe haben in den Fragezeichen? Vor allem nicht mit solchen Trauteln. Und ich habe am Anfang nicht mein... Ich habe nicht mein... Noxious Fumes. Die Frage ist, ob ich wirken will. Oder lieber versuchen will, Noxious Fumes zu bekommen. Naja, okay, wir haben... Also, Noxious Fumes. Giftige Dämpfe bekommen. Ich muss zwei abwerfen. So, jetzt ist die Frage. Will ich wirken machen? Wir wollen definitiv Terror machen. Das hier ist mal keine Frage. Will ich Klinge vergiften auch noch machen? Ich meine, der Kampf wird wahrscheinlich lange genug dauern. Klinge vergiften, giftige Dämpfe, Dolchnebel? Ja, ich glaube fast. Obwohl vielleicht Wirken hier die bessere Option gewesen wäre, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Was gibst du mir jetzt schon wieder für einen Schaß drauf? Schwächende Sporen, unangenehme Sache. Und er macht gleich mal 21 Schaden. Er macht nicht gleich mal 21 Schaden, er macht gleich mal 15 Schaden. Wir können alles spielen. Dann spielen wir halt alles. Macht... Ja, das war gerade sehr schön. Er macht 15 und wir haben jetzt statt, wir haben 17. Verteidigung, wunderbar. Das heißt, er macht keinen Schaden. Er hat 5 drauf, okay, er macht wieder einen Schaß. Das ist nett. Konzentrieren in dem Fall hilft mir jetzt nicht wirklich viel, um ehrlich zu sein. Mal gut ausgeklügelt. Vorbereitet. Leichenexplosion killt ihr noch nicht, oder was? Naja, wobei, wir machen 24. Moment, Moment, Moment. 24, aber er kriegt dann irgendwie, wie viel kriegt er? 3 Block. Nach den 24. Hat er noch 11. Ja, wir machen 9 und 6. Na, geht sich nicht aus. Wobei, und dann haben wir kein Gift mehr drauf. Nee. Machen so. Ich glaube, nächste Runde ist er definitiv tot. Ich habe schon wieder zu früh auf Runde beenden geklickt und ich hätte Verteidigen behalten können. Ist natürlich auch ein bisschen deppert. Aber ich sehe hin. Also ist es auch wurscht. Na, von dem Zeug will ich nichts haben. Gehen wir dahin. Was kriegen wir jetzt? Diesen Bullshit, okay. Wir haben nichts Gescheites am Anfang. Wirken Dolchnebel? Ich glaube, wirken gut ausgeklügelt Dolchnebel. It is. Unfortunately. Weil 6 Verteidigung kriegen wir ja wieder. Also, das funktioniert natürlich wieder nicht mit dem Wirken. Nervige Sache. Okay, dann machen wir doch Überlebenskünstler. Nein, wieso nicht? Nehmen wir zumindest im ersten Zug mal gar keinen Schaden. Aber der erste Zug ist hier nicht das Problem. Die weiteren Züge, der wird ihn dann sehr deppert, glaube ich, das Fährische Wächter. Jetzt hat man die giftigen Dämpfe. Couple of things. Du kriegst den Terror drauf, weil du nervst. Also du kannst den Terror ja gar nicht drauf gehen. Aber vielleicht... 6 Schaden machen wir. Giftige Dämpfe zweimal verteidigen. Erste Idee. Ja, werden wir den gesamten Schaden ab. Und dann können wir uns immer noch überlegen, wo wir neutralisieren draufhauen. Da bringt's uns. Ah, wir hätten vielleicht noch einmal verteidigen müssen, wir nicht... Nein, weil er... Ja, wir machen das, damit das Gift schneller seine Wirkung zeigt bei ihm.
Und ihn killen wir auch nächsten Zug. Ich meine, er gibt uns jetzt zwei benommen, leider. Was das Leben natürlich nicht unbedingt einfacher macht. Jetzt kommt er mit seinem Bullshit daher. Und er kommt natürlich genau damit seinem Bullshit daher, wenn ich keine einzige Verteidigungskarte in der Hand habe. Na, 14 Schaden steckt mein. Könnte schlimmer sein. Ich glaube, Klingen vergiften nur ein Blödsinn gegen ihn, aber egal. Weil wir kommen eh nicht durch die Hülle durch und sobald wir durch die Hülle durchkommen, ist er sowieso quasi hin. Zehn macht er wieder, weil er lustig ist. Wollen wir überhaupt verteidigen? Komm auf 8 blocken. Für 2 verteidigen. Ich glaube, Konzentration brauchen wir nicht. Einmal verteidigen lohnt sich nicht. Zweimal verteidigen lohnt sich fast auch nicht. Und dem haben wir noch 3 Schläge hinterher. Wenn wir zweimal verteidigen, hat man gerade mal 8 Block hingekriegt und 2 Energie dafür ausgeben müssen. Was macht er das mit depperten 20 hier? Leichenexplosion. Moment einmal. Reicht? Nein, oder? 3x ist 5. Nein, reicht nicht. Er macht 14 Schaden, wir verteidigen vielleicht schlecht. Fünf und 7. Verteidige ich einfach 3x? Muss ich 3x verteidigen, wenn ich den ganzen Schaden abwehren will? Ja. Und wenn ich 2x verteidige, kann ich genauso gut 3x verteidigen, weil kann ich die 2 Sachen immer spielen. Dem tut das Gift seine Wirkung. Oh fuck, ich hätte mir Leichenexplosion behalten sollen, ich Trottel. Naja, was soll's. Krieg ich ihn tot? Ist nur die Frage. Schlag, Dolchnebel, Schlag, 15, 27, ja. Easy. Das sind diese Gegner, die mich echt fertig machen. Beinfeger? Wenn es 2 schwacher du als 12 blocken. Bin mir wieder nicht sicher, ob mir irgendwas davon gefällt. Wir heilen ein bisschen, oder? Wir heilen schon ziemlich viel eigentlich. 8, oder war das gerade? Besseres Würgen wäre dann langsam auch hinter nochmal angebracht. Wer ist das jetzt? Bullshit natürlich. Giftige Dämpfe machen hier durchaus Sinn, würde ich mal sagen. Nachwirken? Naja, Wirken bringt nicht. Wie viel bringt Wirken? 17, wenn wir es mit giftigen Dämpfen spielen. 9, 15, 18, die beiden zusammen. Okay. Also kein Wirken. Wir gehen einfach mal auf jeden einen los von euch. Wirken allein bringt mir jetzt eh nichts mehr, aber ich weiß mir. Naja, wir hatten nicht das. Wir haben die Macht nicht, dass wir uns was behalten können, aber ich werfe einfach mal einen normalen Schlag ab, den brauche ich sicher nicht. Drauf damit. Schlag. Nochmal Schlag. Jetzt werden wir die leider alle los, die Karten. Den sollte ich beim nächsten Mal killen können. Aber die anderen beiden werden eine zahre Geschichte. Gift haben sie mal drauf. 12 Schaden. Also was wir momentan hier haben, ist ein Schaß. Ich muss ihn das abwerfen. Ich muss 2 Sachen abwerfen. Ja, dafür haben wir auch genug, um alles zu spielen. Nochmal Klinge vergiften. Verteidigen als nächstes. Dann Überlebenskünstler. Nix haben wir killen können. Das heißt, wir nehmen jetzt 16 Schaden und haben 17 Verteidigung. Halb so schlimm. Dadurch, dass sie alle jetzt angreifen, werden sie zumindest nächsten Zug einmal nicht stärker.
Was einmal was ist. Aha. Lüge natürlich, weil sie Ritual drauf haben. Dreckige Lüge. Gummibaum. Dolchnebel. 7 Gift hätte er drauf. 14 Blocken. 18 Blocken. 20 Blocken. Nur wenn sie den nächsten Zug schon wieder stärker, haben wir dann besser. Wenn sie nehmen 7 Schaden, ist auf 17, er ist auf 20. Und danach haben sie 9 Gift drauf. 11. Das ist, bei dir müssen wir fast keinen Schaden mehr machen. Ja, ich glaube, wir verteidigen voll. Eine gewisse Chance. Also, einen sollte man nächsten Zug definitiv killen können. 2 können wir höchstwahrscheinlich killen. Hau mal einen Monster drauf. Ich habe die Leichenexplosion jetzt nicht behalten, weil das zwar einen völlig overkillen würde jetzt, aber. Ich will schauen, ob ich beide morden kann. Possibly? Wie viel sind wir da? Wir sind 5 entfernt, das heißt, ein Schlag erledigt dich. Ja. Wieder schauen. Das hat ja gar nicht so schlecht funktioniert jetzt. Ja, ist jetzt egal. Das ist in D-Tot. Man muss das nicht unnötig in die Länge ziehen. Ja. Okay. Gut. Einen Stärketrank bekommen, das kann nicht schaden. Dolch und Mantel als 6 Blocken. Fügst deiner Hand eine Klinge hinzu. Meh. Meh! All das interessiert mich nicht wirklich. Lass nochmal in mein Deck reinschauen. Ja, ich meine, die Klinge ist nicht schlecht. Aber es ist nicht so eine warme. Ne, nehmen wir es uns halt. Wenn du schon keine Karten mehr hast. 52 reicht mir das für den Boss? Nicht wirklich. Aber wir machen es trotzdem. 2 Klingen. Oder Dolchwurf vielleicht verbessern. Konzentrieren verbessern. Das war jetzt alles nicht der Hammer. Ich glaube, wir machen Dolch und Mantel mal verbessert. Wir sind ein bisschen all over the place. Ich mag mein Deck nicht wahnsinnig gerade. Aber wird immer stärker? Oh Gott. Hey, können wir am Anfang irgendwas Gescheites bekommen? Nein, nicht mal was, mit dem ich was ziehen kann, nämlich. Mann, klare Sache. Nein, nicht klare Sache, du Volltrottel. Das ist wirklich zuerst machen sollen. Weil wir können nämlich konzentrieren machen. Okay, wir konzentrieren jetzt mal. Im nächsten Zug kriege ich? Oder nachdem ich jetzt 3 Karten abgeworfen habe? Oh, das ist ein lot of cards. A lot of cards. Werfen wir wirklich 2 Verteidigen weg? Ah, das ist voll Blödsinn, was ich hier mache. Bringt ja alles nichts. Naja. Weil das Verteidigen kann ich nicht mehr spielen. Ja, aber vielleicht kriege ich jetzt nochmal eine gescheite Karte hinterher. Das bringt leider nichts. Wobei, eine weitere Karte spielen ist nicht so schlecht, wenn wir Wirken drauf haben. Ja, jetzt sind wir fertig. Hätte schlimmer sein können. Er macht 5 Schaden. Ich hätte schon längst Geschicklichkeit und Stärke einwerfen sollen. Verdammt nochmal. Was? No. Trinken. Terror. 100%, wir können eh alles spielen. Nicht, dass ich müsste, aber okay. Los geht's, los geht's, los geht's. Hätte schlimmer sein können. War nicht Block. Nein, nicht immer weiterklicken. Aber ich glaube, das war Überlebenskünste, was wir nicht hätten spielen können. Jetzt kriege ich Frail und Wound. Und irgendwann wird er gleich übler. Ja, jetzt macht den das, was ihn übler macht, glaube ich. Jetzt kriegen wir die ganzen Sachen, die ich eigentlich von Anfang an haben will. Super. Danke für nicht spielen. Jetzt, wo wir ihn eigentlich angreifen wollen. Leichenexplosion bringt dich überhaupt genau gar nichts. Verteidigen auch nicht. Da muss ich Würgen ziehen. Von all den 1 oder 0 Karten, die ich habe, muss es Würgen sein. Die Zweierkarte. Ah, jetzt hat er Stärke. Kinder greift mich mal dabei nicht an. Punkt ist, dass das dann nichts mehr bringt, schon wieder.
Konzentrieren ist bis jetzt nicht so der Hammer, muss ich sagen. Kann ich machen, dann habe ich 2 Energie. Naja, es ist besser als... Weil wir ziehen ja nach. Stimmt, das sollte ich... into account nehmen. Wir ziehen ja immer nach, wenn wir keine Karten mehr haben. Also, ist wirklich doch nicht ganz sinnlos. Das nennst du eine Waffe, ja. How about you go fuck yourself? Was macht er jetzt? Er macht sich schon wieder stärker. Kannst du mal aufhören mit dem Blödsinn? Dolchwurf als erstes, um vielleicht mehr Karten zu bekommen? Kannst du gleich mal wieder gehen? Zumindest ist er jetzt für 2 Runden lang geschwächt. Also ein Dolch im Mantel gibt mir wenigstens noch 2 weitere Klingen, die ich draufhauen kann. 14 Gift hat er momentan drauf. Wir kommen wohin langsam? Er macht sich schon wieder stärker. Buddelt sie auf. Oh, ah nein. Für 6 Stärke, natürlich. Und kein Gift hat er mehr drauf. Klar, na wieso nicht. Und dann bis 27 raushauen. Dein Leben muss schön sein, mein Freund. Wieso mit dermaßen viel? Oh, wegen dem, oder? Immer wenn du 3 Angriffe, okay. Das heißt, wir blocken, wir sollten definitiv verteidigen. Aber wir kriegen noch einmal mehr Verteidigung davon. Weil wir werden wieder 3 Angriffe spielen. Das wäre nämlich schon der 3. Und dann wäre hier der 4. bitteschön. Dann können wir 13 blocken. Ja. Könnte schlimmer sein. Könnte schlimmer sein. 7 Schaden. Aber er könnte jetzt dann wirklich schon langsam drauf gehen, weil er macht langsam ein bisschen Angst. Mit seinen 100 Leben da. Jetzt macht es dich schon wieder stärker oder ist das schon wieder ein fucking Cleanse oder was auch immer das vorher war? Okay, wir machen mal Dolch und Mantel. Wir haben die beiden Klingen drauf. Wir haben einen Schlag drauf. Und jetzt machen wir Konzentrieren. Dann haue ich die 3 Verteidigen weg, die ich den Zug sowieso nicht brauche. Und jetzt kriege ich Karten hinterher. Dolchwurf, thank you. Naja, whatever. Meh. Hätte auch besser funktionieren können. Ja, wir behalten uns die Leichenexplosion mal. Das ist eigentlich eine gute Idee. 55 hat er noch. 39 machen wir mit Leichenexplosion. Das könnte machbar sein. Yo! 75 Schaden. Wir haben nur 3. Das Problem ist, es geht sich nicht aus mit Leichenexplosion. Warte mal, 3 x 16 ist 48 plus Schlag, das geht sich wohl aus, oder? 32, 48, 56, right? Don't be wrong, Gummibaum. Du hast Schaden in der Höhe der von eingegen verlorenen Menge mal 3. 17 mal 3 ist 51. Ist 53? 17 mal 3 ist aber nicht 53. Hat er noch irgendwie Weak drauf oder so? Ah nein, wir haben ja noch... Wir machen ja noch... Egal. 105 Gold, wir haben nicht verloren. Wir sind im 3. Das haben wir schon lange nicht mehr. Oh. Naja, 2-mal Leichenexplosion ist völlig für den Arsch. Nachbild ist... nicht völlig für den Arsch. Weil wir kriegen sowieso 6, wenn wir... Und wir spielen nicht so... Naja, wir spielen schon recht viele Karten pro Mal. Ich glaube, es lohnt sich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was kriegen wir für ein Relikt? Zu Beginn jetzt hättest du... Du kannst keine Tränke mehr nutzen. I am A-okay with this. Fortfahren. Aber jetzt 4 Energie und wir können keine Tränke mehr nutzen. Bitteschön, aber ich krieg keine. Wieder den Pfad raussuchen hier. Waren wir so weit? So weit waren wir jetzt noch nicht mit dem... mit der Stillen. Wir brauchen mehr Relikte, wir brauchen auch mehr Karten, wir brauchen mehr Upgrades. Wir wollen definitiv mehr Feuer, weil wir ja gratis Heilen anfeuern. Also das müssen wir irgendwie einbeziehen in unsere Berechnungen. Also warte mal. Da können wir auf 2 Feuer und eine Elite. Da können wir auch auf 2 Feuer und eine Elite, da können wir auf 2 Feuer und einen Shop, da können wir nur auf 2 Feuer. Der Pfad also für den Arsch. Es ist glaube ich entweder der oder der. Hier geht's dann... Wie weiter? Dann kann ich 3 Feuer, keine Elite, kein Shop. Not good. Zwei Feuer,
2 Elite, ein Shop. Oder 3 Feuer, 1 Elite, ein Shop. Aber ganz am Anfang, wo wir noch nicht so viel Geld haben. Okay, das wäre die Richtung. Yo. Yo, 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 yo. 3 Feuer, 2 Elite, ein Shop ist jetzt schon der Gewinner. Ja. Ja, 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 ja. Ein Gegner, ein Fragezeichen, ein Gegner, 2 Fragezeichen, gefällt mir gut. Ein Feuer, ein Shop, ein weiteres Fragezeichen, Relikt, Elite, Feuer zum Heilen, Elite, der Feuer, ja. This is our path. Das heißt, ich klicke jetzt hier drauf. Und dann sehe ich euch beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen beim Zuschauen und bis dann. Baba.